Hallo, mein Name ist Clay. Ich identifiziere mich männlich, benutze Er-Pronomen. Ich bin jetzt 19 Jahre alt, wohne in Berlin, Hobbys, Lesen, Zeichnen, sowas. Momentan mache ich einen Bundesfreiwilligendienst, auch in einer Kinderfreizeit-Jugendeinrichtung, mache demnächst meine Ausbildung zum Erzieher. Testo nehme ich ungefähr seit einem Jahr und 2 Monaten. Ich habe die Mastektomie hinter mir, habe für nächstes, vielleicht noch dieses Jahr, die Hysterektomie geplant. Ansonsten mache ich wahrscheinlich keine OPs. Mein inneres Outing hatte ich 2018, ungefähr April. Und dann habe ich mich relativ schnell geoutet, bei ein paar Freunden, später auch bei der Familie und zum Schluss auch in der Schule. Jeder, der in den letzten paar Monaten und Jahren mit mir Kontakt hatte, der weiß das eigentlich. Ich heiße Oliver, ich bin 19 Jahre alt und identifiziere mich als männlich. Ich komme aus Dresden, wohne aber zurzeit in Schweden, wo ich Freiwilligenarbeit in einem Husky-Kennel mache. Diesen Sommer werde ich eine Ausbildung zum Uhrmacher beginnen. Meine Hobbys sind Querflöte spielen, singen, lesen und Einradfahren. Ich bin jetzt 9,5 Monate auf Testosteron und habe noch keine OPs hinter mir, plane aber definitiv die Mastek. Ich bin asexuell und homoromantisch und als trans seit Sommer bzw. Herbst 2018 eigentlich überall geoutet. Mein Inting hatte ich in den Sommerferien 2018. Hallo, mein Name ist Emil Gabriel, ich bin 19 Jahre alt und wohne in Berlin-Neukölln. Ich studiere Computer Engineering an der HCW und arbeite nebenbei als Komparse und als Nachhilfelehrer. In meiner Freizeit zeichne ich sehr viel und drehe Videos oder gehe mit Freunden spazieren und ich bin seit 11 Monaten auf Testosteron. Ich bin jetzt 3 Monate Post-OP Mastektomie und werde irgendwann in Zukunft noch die Hysterektomie machen. Ich habe mich vor ungefähr 2 oder 3 Jahren bei meiner Familie geoutet. In der Schule habe ich mich nie geoutet. Dementsprechend will ich sagen, dass ich voll geoutet bin, seit ich meinen Abschluss habe. Das war letzten Sommer. Angefangen darüber nachzudenken, was meine Geschlechtsidentität ist, habe ich schon recht früh mit 11 oder mit 12 so wirklich festgestellt, ob es jetzt ein Genderfluid ist oder binär F2M, so mit 16 ungefähr. Und ich bin männlich und benutze Er-Pronomen. Mein Name ist Elias, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Berlin. Gerade mache ich einen Bundesfreiwilligendienst in der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung, möchte aber gerne Medizin studieren und werde hoffentlich davor eine Ausbildung zum Notfallsanitäter machen. In meiner Freizeit spiele ich viel Computerspiele. Genau, so transmäßig, operationstechnisch mache ich eigentlich in naher Zukunft wahrscheinlich meine Mastektomie und sonst ist so eine Hysterektomie geplant. Und mehr weiß ich noch nicht so genau. Ich habe ungefähr vor einem oder eher 2 Jahren. Vor 2 Jahren bemerkt, dass ich trans bin und habe mich dann auch relativ schnell geoutet. Also auch ungefähr vor 2 Jahren, weil ich eben mit 11, 12 schon mal so eine Phase hatte und dann eigentlich recht schnell wusste, dass es auch ernst ist. Hi Leute, mein Name ist Mick. Ich bin 23 Jahre alt, und Azubi im E-Commerce, also Kaufmann E-Commerce, um genau zu sein. Auf Testo bin ich seit dem 20.02.2020, also ungefähr 3 Monate. Meine Hobbys sind Schreiben. Ich schreibe Geschichten, seit ich 10 Jahre alt bin. Seit ich 18 bin, bin ich in zwei Schreibgruppen hier bei mir in der Nähe. Wir treffen uns einmal im Monat regelmäßig und haben auch, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, Lesungen. An OPs ist geplant die Mastektomie, wahrscheinlich für nächstes Jahr, muss ich aber nochmal gucken. Dann Aufbau irgendwann in der Zukunft, aber ist noch nicht geplant, jetzt spezifisch oder wo genau oder whatever. Seit letztem Jahr bin ich in Therapie. Mein Outing war 2017 bis jetzt eigentlich, also immer mal wieder, komme ich aber in einem späteren Video drauf zu sprechen. Mein Inting war 2016, Ende 2016, Anfang 2017. Und mehr gibt es eigentlich momentan erstmal nicht zu sagen. Ich freue mich auf euch und ich bin stolz Teil des O-Scheme. Wir haben uns darauf geeinigt, wir nennen es O-Scheme, der O-Scheme-Gruppe zu sein. Und bin gespannt, wohin uns das alles führt. Und
dementsprechend bis zum nächsten Mal. Dankeschön.